Hallo ihr Lieben, wie wir ja alle festgestellt haben, kaufen wir jedes Jahr Weihnachtssachen und jedes Jahr bleibt was über. Also zumindest ist das bei mir so. Ich habe zum Beispiel noch ein paar Papercraft-Sets, die ich teilweise schon angebrochen habe, aber auch welche, die noch komplett original verpackt sind. Ich persönlich finde die aber dadurch, dass da so viel Unterschiedliches drin ist, echt ein bisschen schwierig zu lagern. Und in diesem Video will ich euch zeigen, wie ich meine Weihnachtssachen lager, damit ich sie auch unterm Jahr benutzen kann. Weil wenn ich so an die süßen Sticker hier benutze, die kann man ja auch für was anderes benutzen als Weihnachtssachen. Und ja, wenn euch das interessiert, bleibt dran und wir sortieren zusammen und ich zeige euch meine Aufbewahrungsmöglichkeiten. So, ihr Lieben, ich bin jetzt fertig. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz genau, was ich gemacht habe. Die Metalltags sowie die Tags, die etwas dicker sind, habe ich alle ausgestanzt und in so ein Magazin getan. Das ist wie so ein Werkzeugmagazin. Nur, dass ich da halt meine ganzen Bastelsachen drin habe. Und die habe ich auch sortiert, dass ich immer weiß, okay, das habe ich zweimal, weil man neigt ja immer ein bisschen dazu, Sachen, die man wunderschön findet, nicht zu benutzen, aus der Angst, dass man sie dann ja nicht mehr hat. Deswegen immer sortierter reintun. In genau so eins habe ich auch die Glocken getan, die hier vorne. Die Bänder habe ich alle in eine Verpackung getan und die kommen zu meinen ganzen anderen Bändern. Das ist einfach so ein Fach in meiner Schublade. Je nachdem, wovon ihr der Fan seid, kann man sich die Rückseiten noch mal ein bisschen zurechtschneiden. Dann passen sie zum Beispiel auch in Klarsichthüllen und dann kann man immer noch mal gucken, was man denn eigentlich hatte. Weil es geht natürlich ein bisschen schneller, hier einmal zu gucken, okay, ist jetzt was für mein Projekt dabei oder nicht. Dann habe ich ein paar von diesen Ordnern, die man so aufklappen kann, so falten kann. Da ist jetzt zum Beispiel A5-Papier drin, Druckerpapier drin, rosa Papier drin und jetzt auch das Papier. Auch wieder sortiert, damit ich weiß, was ich wie oft habe. Ich lege euch das mal hin. Das ist meine Papieraufbewahrung. Das hier sind die normalen A5-Papiere und das sind die 15x30 Papiere. Die sind alle hier drin. Und ich habe noch einen angebrochenen quasi. Da sind 6x6 Blöcke drin, 6x6 Papier und jetzt auch das A5 Papier. Und für ganz kleine Reste, die weihnachtlich sind, habe ich so eine Tüte, wo ich das alles rein tue. Und die anderen Sachen habe ich in so einem ganz schmalen A4 Ordner. Wichtig, nehmt immer die mit vier Ringen, weil es ist einfach deutlich, deutlich stabiler. Und jetzt kann ich hier einfach durchblättern und gucken, was habe ich noch. Und ganz vorne sind die ganzen ausgestanzten Sachen.
Und ganz hinten habe ich die Sticker. Die habe ich jetzt nur für das Video hier eingeheftet. Die Folien dafür sind wirklich richtig gut bei solchen Größen. Die kommen zu meinen Stickerfolien. Die sind auch in so einem Ordner. Also alle Sticker, die ich habe, sind in so einem Ordner und da werde ich die jetzt auch zuheften. Und dann kann man sich halt überlegen, okay, wenn man es wirklich weihnachtlich haben möchte und nur Weihnachtssachen hat, kann man natürlich auch das Papier mit in den Ordner tun und den Ordner in den Schrank stellen und Weihnachten draufschreiben. Dann weiß man, okay, den brauche ich vielleicht nicht jedes Mal angucken. Aber so finde ich es auf jeden Fall deutlich praktischer, als irgendwie mit diesen Glocken und den Holzstücken zusammengepackt im Schrank zu lassen. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen vielleicht. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!